Na. gesagt, von einer Eigenschaft von Apersona ist, dass sie nach den Sonnen forschen. Richtig. Heißt es, dass sie gucken, wie hat kurze Zeitung sich in unterschiedlichen Situationen verhalten und sie versuchen das auch zu praktizieren? Richtig. Ahle Sunnah, sie suchen immer nach der Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehandelt hat. Allgemein. Allgemein. Nach jeder Sunnah. Das wird, wissen Sie, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel seine Hand gehoben, dann heben Sie. Wissen Sie, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf gedreht hat, dann machen Sie. Der Sahabi sagt, der hat gelacht. Und der hat gesagt, warum fragt ihr mich nicht, warum ich gelacht habe? Die haben ihn gefragt, warum hast du gelacht? Er hat gesagt, weil ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam sah, als er diese Überlieferung gesagt hat, oder als er dieses Wort gesagt hat, der hat gelacht, deshalb lache ich. Achi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich einmal gebückt, der Sahabi hat diese Stelle erreicht, dann hat sich gebückt, gebeugt. Da haben sie gesagt, warum hast du dich gebeugt? Der hat gesagt, weil der Prophet an dieser Stelle sich gebeugt hat. So waren sie, weil sie verstanden haben, derjenige, der ihm folgt, kommt ins Paradies und derjenige, der ihm nicht folgt, kommt nicht ins Paradies. Deshalb, sie waren so, sie haben verteifert, dass sie wissen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam praktiziert und wie der den Islam verstanden hat. Nicht, dass man sagt, ach, nicht wichtig, ach, nicht wichtig. Alles ist wichtig in der Religion. Es gibt nicht im Islam Schalen und Kern. Alles ist Kern in unserer Religion. Aber es gibt wichtiger und am wichtigsten. Tauhid ist am wichtigsten. Das Gebet ist wichtig, aber Tauhid ist wichtiger als Gebet. Gebet ist wichtig, Fasten ist wichtig, Hajj ist wichtig, aber das Gebet ist wichtiger als Hajj und Fasten. Ja, das ist, es gibt Prioritäten im Islam. Du kannst mir nicht sagen jetzt, dass du Siwak benutzt, wichtiger ist, als zum Beispiel zu fasten in Ramadan. Das geht nicht. Soll aufpassen in diesem Zusammenhang. Aber das ist Verständnisfrage.